Immer wieder begegnen mir Filmtitel, die ich einfach nicht verstehe. So wie zum Beispiel der Untertitel des Films Fireflash. Der Tag nach dem Ende. Ganz ehrlich, wenn's eh schon geendet hat, dann ist der Tag danach wahrscheinlich ein bisschen langweilig. Klingt irgendwie so, als hätte man dem Film den Untertitel verpasst. Fireflash, das Schwarzbild nach dem Abspann. Aber egal, offensichtlich ist das Ende im Fall von Fireflash dann doch eher ein Anfang gewesen und der Tag nach dem Ende eigentlich ein Tag so wie jeder andere. Für den Fall, dass ein Tag wie jeder andere natürlich die von Testosteron und Steroiden gebeutelten Muskelprotze mit irgendwelchen unrealistischen Waffen dastehen und herumballern in einem italienischen Science-Fiction-Klassiker und Meisterwerk, das absolut dermaßen großartig ist, dass er von CMV in der renommierten Trash Collection veröffentlicht wurde. Aber ich habe mir bei dem Film gedacht, damals, als ich ihn gesehen habe, in erster Linie, also so spannend fand ich den nicht, deswegen habe ich auch bei der Blu-ray-Premiere im Mediabook von LFG nicht sofort zugeschlagen, nachdem es die Mediabooks jetzt dann allerdings bei Pretz Media ich glaube, deutlich unter 20 Euro gegeben hat, habe ich zugeschlagen, habe mir gedacht, okay, passt, hieven wir den Film auf das neue Medium, immerhin gefällt mir das Cover-Artwork ziemlich gut. Und auch wenn das vielleicht bei der Originalvorlage so ist, bin ich jetzt mit der Aufbereitung von diesem Cover von LFG ehrlich gesagt nicht besonders zufrieden, denn es gibt in meinen Augen absolut keinen Grund, wieso das Cover nicht das komplette Cover füllt, sondern eben hier dieser 3 mm oder keine Ahnung wie dick wirklich schwarze Balken auf der oberen und auf der rechten Seite ist. Das wirkt wieder mal eben so, als wäre ein inkompetenter Grafiker an Bord und mit diesem Cover-Artwork betraut gewesen, der leider halt nicht genau weiß, wie groß ein Mediabook wirklich ist. Und das ist etwas, das mich persönlich immer wieder ärgert, weil, ganz ehrlich, wir bezahlen für diese Mediabooks massig Kohle und ich finde, wir können uns dafür auch eine gewisse Gegenleistung erwarten. Dafür ist allerdings die Druckqualität von diesem Cover-Artwork absolut hervorragend gelungen. Wir bekommen da ein wirklich großartiges Motiv, das wunderschön und absolut reißerisch gezeichnet ist. Am besten gefallen mir natürlich diese ganzen futuristischen, unter Anführungszeichen, Waffen. Immerhin heißt ja der Film im Original so viel wie 2019, After the Fall of New York. Das heißt, diese Zukunft, das, was wir hier auf dem Cover Artwork sehen, ist die dystopische Zukunft des Jahres 2019. Ich weiß, dass mein Gedächtnis grundsätzlich nicht wahnsinnig gut funktioniert und ich gerne relativ viele Dinge relativ schnell wieder vergesse, aber ich glaube, das hätte ich mir gemerkt, wenn das so gewesen wäre. Eigentlich ein schickes Cover-Artwork, leider ein bisschen vermessen. Dafür gibt's einen recht nett gemachten Spine, der absolut perfekt passt, meiner Meinung nach. Und auf dem Backcover dann im gewohnten, nicht besonders schicken Design von LFG. Einige Bilder aus dem Film, die Inhaltsangabe, sonstige Details. Offensichtlich einen geisteskranken Scharfschützen, der sich denkt, da schießen wir einfach einmal die Freiheitsstatue. Ich glaube nicht, dass da wahnsinnig viel passieren wird, außer dass dann der große Twist am Ende von Planet der Affen ein kleines Löchlein dort hat, wo auch der eine Typ aus Sakte X ein Löchlein hat. Wir bekommen übrigens dieses Cover A mit einer Limitierung von 666 Stück und finden dann im Inneren einerseits ein wirklich Büsten-to-fucking-deppert. Ganz ehrlich, ich hätte nicht gewusst, dass es noch reißerischer als dieses Motiv geht. Aber das ist ja so ziemlich eines der geilsten Cover-Artworks, die ich seit Ewigkeiten gesehen habe. Ein offensichtlich eine Art George Eastman, der sich in Paul Naschy in einem seiner Werwolf-Filme verwandelt und mit einer riesigen Werwolf-Klaue, ganz ehrlich, wofür brauchst du eine Machete, wenn du 5 Macheten an jeder Hand angewachsen hast, über unsere Hauptdarsteller hermachen möchtest, die einfach im Laufen gegen einen Mob, der mit Heugabeln und sonstigen Instrumententum bewaffnet ist, stürzt und ballert. Das sieht doch einfach absolut phänomenal aus. Hier war auf jeden Fall das eine Motiv auf der DVD, auf der Blu-ray, das andere Cover-Artwork, das eben auch schon das Design
von der Trash Collection war, das sehen wir auf der DVD. Hoppla, ich habe mich deswegen eben für das andere Design entschieden, das ich noch nicht hatte. Im Inneren von dem Mediabook wartet dann ein sehr, sehr schönes, durchgehendes Cover-Artwork, durchgehendes Design, das ebenfalls aus einem Cover-Artwork des Films besteht, was finde ich absolut großartig ist, weil so sind tatsächlich nicht nur die beiden Cover, einerseits von Mediabook und andererseits vom Booklet gezeichnet, sondern auch das durchgehende Innendesign. Das ist doch bitte eine grenzgeniale Idee von LFG, wo ich sage, bitte, das könnte man eigentlich öfter so machen. Außerdem, sogar hier irgendwie vermessen mit dem schwarzen Rahmen auf dem Booklet. Ich habe keine Ahnung, was der Sinn davon ist. Dann wartet im Booklet, warten natürlich einige Bilder aus dem Film. Ich bitte an dieser Stelle einfach nur zu schauen und zu genießen, was hier an absolutem Wahnsinn aus dem Film zu sehen ist. Ich liebe diese alten Billigsdorfer futuristischen Filme. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Beziehungsweise ein Text von dem großartigen Autor Christoph Kellerbach, der sicherlich auch bei diesem Film einige wissenswerte Informationen rund um die Produktion des Films und den Film allgemein vereint hat. Leider hatte ich in diesem Fall noch keine Zeit, das Booklet wirklich zu lesen, finde aber eben aufgrund der Masse an gezeichneten Motiven, dass das ein wirklich, wirklich schickes Mediabook ist und vor allem eben eines, das mir da optisch gut gefällt, mit Ausnahme halt von diesem komischen, unnötigen Rahmen auf dem Frontcover.